Heute Morgen habe ich einen neuen KI-Generator getestet. Es geht hier um Udio in der Beta-Version und habe einen Songtext kreiert, der hier unter dem Video steht. Das ist der sogenannte Prompt. Das ist sozusagen eine semantische Programmierung. Und wir hören jetzt mal rein, was das Arbeitsergebnis ist. Kosmische Reise heißt dieser Song. Mit Captain Future fliegen wir durchs All. Kühle Lichter, Sternen fallen. Universum tanzt im freien Raum, Schwefel schwerelos im Raum, kosmische Beats im Takt der Zeit, ferne Klänge, Endlosigkeit. Und es geht weiter mit Lichter der Zukunft. Bitte sei mein Traum, Zukunft klar in deinem Raum. Bitte sei mein Licht, sei mein Stern, weit und kühl, doch nicht so fern. Bitte sei mein Traum, Zukunft klar in deinem Raum. So, und ob das jetzt kreativ war, mögen andere entscheiden. Ich fand es erstmal sensationell. Es ist ja jetzt neu auf dem Markt und das kommt jetzt ganz groß, generative KI. Und das ist natürlich nicht nur Rechtsanwälte, Steuerberater und sonstige Textverarbeiter sind jetzt vor der Herausforderung, mit diesen neuen Technologien im Alltag umzugehen, mit Mensch und Maschine eine neue, sagen wir es mal, Symbiose zu finden oder ein neues Gleichgewicht. Und ich bin jetzt erstmal begeistert. Ich finde es erstmal cool und ich finde, wir sollten Erstaunen jetzt in den Alltag überführen und uns der Herausforderung durch generative KI stellen.